Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo im Franchise-Modus. Park de Zoologico. Ne, Park Zoologico de Bahia, so heißt er. Genau, das Wasser ist ganz doll dreckig, sehe ich gerade. Das ist eher unvorteilhaft, oder? Ja, das ist eher nicht so gut. Und da wird das auch dreckig, das Nashorn. Was machen wir denn? Das gucke ich mir gleich an. Direkt. Machen wir direkt mal hier den Weg raus. Und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt hier direkt Wasser hinstellen kann. Okay, negativer Einfluss ist ja gar nicht so groß. So. Und Strom mache ich jetzt auch mal einfach hier hin. Dann haben wir das. Genau. Das passt erstmal. Negativer Einfluss ein bisschen, aber jetzt wird das Wasser hier deutlich sauberer. Oh, nice. Oh, wie schnell das sauber wird. Schön. Ja gut, da fehlt noch das Wasser hier hinten, denn ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe ein bisschen weiter gearbeitet. Hier gibt es ein Gebäude, da haben wir einen Chief Beef und einen Pip-Shot? Nein, Wasserladen. Pip-Shot, genau. Dann habe ich hier ein paar Steine hingebaut, sodass wir hier ein großes Fenster jetzt haben, dass die Leute hier die Bären angucken können von der Seite, in der Größe. Und ich habe hier allgemein so ein bisschen Sauberkeit des Geheges, okay. Ich habe hier so ein bisschen Rockwork gemacht. Ich habe es ja mittlerweile, wenn da jetzt das Zeug säuft, na, dann eskaliere ich, glaube ich. Das ist ganz schön dreckig, das Wasser, oder? Ja, bis jetzt noch nicht. Habt ihr ja mittlerweile alles gesehen, wie man so mit Steinen arbeitet und so. Habe ich einfach mal zwischen den Aufnahmen gemacht. Ich habe auch die Seite hier gemacht. Hier haben wir auch so eine Viewing Gallery mit dem Dings nach drin. Wir haben einen neuen Paten hier, Leon. Leon hat einfach Glück. Die anderen, wie gesagt, ich vergesse das nicht. Ich habe die alle aufgeschrieben. Ihr werdet alle noch Partner werden hier. Partner. Pate heißen die nicht Partner. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch einige mehr dazukommen. Oh, was? Ach, die gehen hier im Schatten und dann gucken sich die Besucher das hier an. Das passt. Also mit dem Gehege bin ich relativ zufrieden. Was die Steine angeht. Es passt jetzt nicht so wirklich rein. Also allgemein, die Ecke hier hinten passt nicht so richtig rein. Das sieht alles so sehr kalt aus, so temperiert. Aber so ist das halt manchmal, ne? Wenn du hier so ein Zoo hast, dann hast du auch mal Gebiete, die nicht so toll aussehen. Beziehungsweise die nicht so gut reinpassen. Das andere ist ja alles sehr, sehr dschungellastig irgendwie. Aber das hier, das Irbelbär-Gehege, irgendwie nicht. Aber macht ja auch gar nichts. Macht ja gar nichts. Die brauchen Steine, Tiger und Tundra in Asien. Ne, nicht Steine, die brauchen Pflanzen. Tiger und Tundra in Asien. Dann lass mal gucken, was für Bäume die machen können. Also der hier wird auf jeden Fall gebaut. Können wir da einen hinmachen. Dann können wir so diese Himalaya-Dinger machen. Und wir brauchen ein paar Kiefern. Das auf jeden Fall. Genau. Zwei, drei Bäumchen kommen hier auf jeden Fall hin. Dann brauchen wir diese kleinen Pflanzen. Vielleicht soll ich die auch erst machen. Wobei, da kann man zum Schluss nochmal richtig schön eskalieren, ne? Dann lassen wir lieber noch ein paar Bäume machen. Hier diese Himalaya-Dinger. Da bin ich ganz großer Fan geworden mittlerweile, weil die hier sehr gut reinpassen. In die Ecken hier. Sehr gut. Dann kommt hier noch ein kleines Bäumchen hin. Vielleicht noch ein mittelgroßer hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sonst, es gibt ja gar nicht so viele Bäume hier, so viele Pflanzen. Wie ich erst dachte. Dann lass den mal hier hinstellen, beziehungsweise hinfallen. Aber es passt doch ganz gut da, so einen Baumstamm hinzulegen. Dann gibt es hier noch einen und hier noch einen. Sieht dann alles ein bisschen kahler aus, das finde ich gar nicht so schlecht. Wir brauchen noch mehr Pflanzen. Oha, das ist alles nicht so leicht irgendwie. Hier nochmal diese Himalaya-Bäume. Beziehungsweise der ist jetzt doll im Felsen drin. Mach ich den mal raus. So vielleicht. Das ist auch ganz gut. Oh, wir nähern uns hier dem brauchbaren Bereich an Bäumen. Hier vorne können wir nochmal zwei, drei hinstellen. Der ist schon sehr groß hier, der Baum, aber den können wir gut hier hinstellen.
Sehr gut, grüner Bereich, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen... bisschen anderes Zeug. Wie heißt das hier? Efeu zum Beispiel. Kannst du hier auf jeden Fall hinmachen, oder? So ein bisschen, was geht da? Oh nee, das geht gar nicht. Dann machen wir hier diese kanadischen Dinger. Genau, ich will es auch nicht an die Oberfläche, an der Oberfläche ausrichten. Sondern ich will die einfach nur hier so hinzimmern. Hier gibt es die Höhle, da sind dann keine Pflanzen dran. Auch nicht hier, wo nur Dings ist. Wo nur Eis ist und Schnee. Sondern wir machen die mal hier so gelegentlich hier überall hin. So vielleicht? Ja. Guck mal, können wir hier vorne auch nochmal hinmachen. Wobei, das passt eigentlich gar nicht zu den Steinen dort. Was haben wir noch hier? Die können wir nochmal hinbauen. Sehr gut. 1% machen die nur aus. Das ist schon heftig. Das sind schon wenig Prozent. Okay, hier müssen wir das vielleicht an Oberfläche ausrichten. Sehr gut. Sehr gut, ja. Dann haben wir das auch. Das hier nochmal hin. Wie sieht das Gehege sonst aus? Brauchen wir noch irgendwo ein paar Pflanzen? Ein paar Büsche hier? So diese Krähen-Dinger hier? Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was. Halt. Hier so. Sehr, sehr gut. Merp. Und hier. Das wollte ich nämlich noch nicht machen. Ohne euch. Weiß nicht wieso. Man hat es ja alles schon tausendmal gesehen, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn ich das jetzt außerhalb des Let's Plays machen würde. Das würde ich, glaube ich, doof finden, weil die Gehege einrichten, das ist so eine Sache, die ich hier mit euch eigentlich immer zusammen mache. Sehr gut, ich finde, das haben wir relativ gut jetzt gemacht. Die Besucher können von hier oben reingucken, können die Bären hier oben sehen. Spenden auch Leute hier. Da spenden auch zwei, drei Leute. Können wir es erstmal löschen. Und holen uns das Spendenkästchen von hier unten. Das hat nämlich schon mal die richtige Farbe. Sehr gut. Gesprochen wird hier oben auch, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oh, und erwartet auch direkt Nachwuchs. Sehr gut. Wir haben einen Geist hier zu Besuch. Gleich mal Hallo sagen. Und wir haben auch ein bisschen was erforscht, glaube ich, hier bei der Veterinärsforschung. Sehr gut. Für die Isabellenbären. Und in der Technikforschung haben wir auch was. Getränke müsste das sein, richtig. Dann haben wir das auch. Sehr nice. Dann hat das hier alles ein bisschen mehr Form angenommen. Die Leute gehen hier hoch und runter, wie sich das gehört. Auf der Seite. Und das Ganze hier zwischendrin werde ich alles nochmal machen. Dass man hier zwischendrin noch ein paar Pflanzen macht. Dass das so ein bisschen tropischer wird auf jeden Fall. Und hier dann die Isabellbeeren. Alles ein bisschen arktischer. Da kann ich hier auch noch mal zwei, drei Sachen hinmachen. Haben die noch genug Platz eigentlich, die beiden? Ja, reichlich Platz. Die brauchen gar nicht so mega viel. Gefühlt haben die auch gar nicht so ein großes Gehege, aber das ist auf mehrere Ebenen hier gemacht. Hier oben können die sitzen, dann könnte ich hier runtergehen. Das ist alles schon gar nicht so schlecht. Mir gefällt's. Mir gefällt's ganz gut. Die Leute gehen hier hoch und runter. Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann gibt's hier nochmal einen Mülleimer, würde ich fast sagen. Dann haben wir das auch. Den Berg soll ich auch nochmal sehr dschungelig machen. Wurde auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben. Das ist auch gar keine so schlechte Idee. Machen wir dann nochmal bei Gelegenheit. Jetzt machen wir erstmal das nächste. Und das machen wir wie folgt. Ich möchte jetzt gerne die afrikanischen Wildhunde nochmal umsetzen. Ich finde nicht, dass das Gehege dem Ganzen gerecht wird. Machen wir erstmal alle Tiere versandfertig. Und verlegen die dann kollektiv in den Quarantänebereich. Da müssten jetzt unsere Mitarbeiter gleich angerannt kommen. Weil dann können wir nämlich das Gehege hier ein bisschen umändern. So dass wir ein bisschen das zu, also, dass ich das zur Seite stelle. In die andere Richtung quasi.
das ist auf jeden Fall so meine Idee, dass wir das hier anders machen, weil ich finde das hier nicht gut, so wie es jetzt ist. Weiß nicht wieso. Gefällt mir einfach nicht. Ich würde es gerne so ähnlich machen wie hier auf der Seite, dass wir hier so eine Hausfassade kriegen auf der Seite. Irgendwie sowas auf jeden Fall. So, jetzt muss der letzte auch nur noch hier weggebracht werden. Und los geht's. Sehr gut. Dann sind jetzt alle weg. Dann können wir hier alles markieren. Die Steine hier und sowas. Unser erstes Gehege nimmt Abschied. So wie es hier ist. Und sagt danach dann Hallo zu einem neuen Layout. Kann man ja auch mal machen, ne? Die Leute haben die hier gefüttert. Das finde ich nicht okay. So, oh, hier hinten haben wir noch eine vergessen. Sehr gut. Und dann plätten wir das Ganze hier. Genau, alles schön flach. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Quarantänebereich überstanden. Ja, das weiß ich. Oh, das ist noch alles sehr, sehr lang. So. Alles wegmachen. Weil hundertprozentig war ich ja damit nicht zufrieden. Der hat jetzt auch keine Arbeit mehr da, ne? Macht ja auch nichts. Und Märchenwelts Schild machen wir natürlich nicht weg. Das wird nur woanders hinkommen. Krankes Tier entdeckt. Okay. Kann das denn sein? Das ist krass, dass da ein krankes Tier entdeckt wurde. Einfach so. Okay, das Ding stellen wir dann einfach jetzt mal hier hin. Da stört das auch nicht. Und dann lass mal gucken, wo wir hier unser Gehege hinbauen. Die Idee wäre halt, dass wir hier dann nochmal die Häuser hinbauen. So eine Häuserfassade. Dann brauchen wir auf jeden Fall Ne, warte mal. Ich baue das dann natürlich dahinter, das Gehege. Und ein bisschen Struktur darf das ja schon haben. Das ist ein bisschen viel. So. Alles gerade. Oh, das ist viel zu groß. Viel zu groß. Für die Wildhunde, die brauchen gar nicht so ein großes Gehege. Warum auch immer. Brauche ich genau dasselbe Gehege da nochmal. Könnte man meinen, ne? Aber ich baue es halt nicht so dicht an den Rand wie eben. Können wir doch nochmal hier in die Richtung expandieren ein bisschen. So ungefähr. Jetzt auf jeden Fall deutlich größer, das Gehege. Hier von der Seite kann keiner reingucken. Ich muss gleich mal gucken, wie hier der negative Radius ist. Von den Sachen. Okay. Man könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, den Weg hier lang zu legen. Der muss ja auch nicht ganz so breit sein. Schön dicht dran vorbei hier. Das geht dann nicht wegen dem Wasser. Das geht ja auch nicht, ne? Dann kann ich hier nicht die Häuserfassade hinmachen, die ich eigentlich machen wollte. Okay. Planen wir mal einfach so.
Können wir immer noch den Weg wegmachen gleich. Wenn das nicht passt. Brauchen wir hier eine Mitarbeitertür? Weiß nicht, wo die hinkommt. Am besten hier hinten. Okay. Klein darf das auf jeden Fall sein. So. Sehr gut. Und unser Mitarbeiter soll da nochmal reingemacht werden. Hier für die... Was sind das? Wildhunde? Genau. Das ist deins. Das ist dein Bereich. Sehr gut. Dann könnten wir jetzt auf jeden Fall... Nochmal ein bisschen was machen hier, geländetechnisch. Ich sag mal, ich senke das alles hier ab. Denn wir wissen alle, je mehr das abgeflacht ist, je kürzer können die springen, die Kleinen. Weiß jetzt auch nicht, wie krass die springen können. So kommt auf jeden Fall das hin. Und dann machen wir hier die Lücke deutlich kleiner. Dann ist das ungefähr wie bei den Nashörnern. Dann müssen wir nur noch hier die... das hier runterziehen. Jetzt aber. Schade. Gelände ist so uneben, ja, das sehe ich, dass das so uneben ist, dass man da nicht mal, den Weg runter machen kann. Aber nervig, warum? Warum ist das Gelände uneben? Verstehe ich ja gar nicht. Jetzt geht's. So, hoch dürften die hier nicht kommen. Und hier hätten wir dann unsere Ecke, wo unsere Wildhunde dann einziehen werden wieder. Okay, das ist alles blöd. Soll ich dem vielleicht eine Steinhöhle machen? Ja, macht ja auch keinen Sinn. Das muss schon so eine Höhle sein. Oder? Sowas hier in der Art. Und dann muss das hier auf jeden Fall deutlich kleiner sein. Und dann geht das hier rein. Und dann könnte ich hier drin schlafen. Vielleicht finde ich das doch ganz gut. So wie es ist. Schlafmöglichkeit extra groß. Sehr nice. Das hat ja alles sehr gut funktioniert. Die Musik macht einen aber auch ein bisschen schläfrig heißt das. Mann, Mann, Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Nee, passt das? Könnte passen. So, ein bisschen Erde hier vorne hin. In der Höhle natürlich auch massig Erde. Gerne die schwere Erde hier. Ach nee, das ist Felsen. Erde ist hier. Hier oben kann noch ein bisschen Felsen hin. Da habe ich mich doll vermalt hier. Krass kurz. Aber es passt. Es scheint zu passen. Machen wir hier nochmal ein Stück höher. Sehr gut, dann haben wir das alles. Wobei man könnte auch drüber nachdenken, hier den Weg zu erhöhen nochmal und dann Glas reinzumachen. Einfach nur um da ein
ein Seitenglas zu kriegen. Das wäre aber auch blöd. Okay, dann lass mal hier... Lass mal kurz speeden. Fühlt sich nicht wohl, das eine Tier. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt kommen erstmal hier die Wölfe rein, hier die Wildhunde. Sehr gut. Wie sieht das Terrain aus? Okay, ein bisschen wenig Gras kurz, das passt aber. Sehr nice. Erde? Erde kannst du hier noch ein bisschen machen. Auf jeden Fall. So, das ist schon mal ganz nett. So. Ich bin immer überrascht, wenn du Felsen machst, wie groß das dann doch ist. Sieht immer krasser aus. So, vielleicht. Ein bisschen. Erde machen, wollte ich sagen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ach ja, ich habe sehr hohes Tempo. Das ist aber auch gerade so groß, wie es sein soll, ne? So, das ist das passierbare Bereich. Ah, da können die gar nicht runtergehen. Ist das gut oder ist das schlecht? Hochspringen können die auf jeden Fall nicht, aber wir können ja mal so machen, dass sie da wenigstens runtergehen können. Jetzt geht's. Jetzt haben die auch fast 200 Quadratmeter mehr. Dadurch, dass sie da einmal ein bisschen runterjuckeln können. Aber es passt. Es passt. Was passt, ist sehr gut. Aktivisten sind überzeugend. Achso, für die Braunschlangen hier. Sind denn die? Die sind hier. Warum? Haben die niedriges Sozial... Ne, die haben voll... Die sind voll. Kann das denn sein? José kommt jetzt erstmal raus hier. Ja, im Ernsthaft, sind die Aktivisten wieder weg? Proteste. Im Ernsthaft, wogegen protestieren die denn? Dass meinen Schlangen hier zu gut geht, oder was? Nicht mal Inzucht. Hä? Ich hatte doch eine weiße Schlange hier drin. Eine Protesterin. Ist erstörend. Erstörend. Erzürnt. Über den Zustand des Tieres. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bongo wird bald Nachwuchs haben. Nice. Das macht alles gar keinen Sinn hier. Biom. Grasland. Achso, ja, ich wollte ja die Dinge hier umsetzen. Das war ja Sinn der Sache. So, hier hin. Spendenkästchen 1. Zieht um. Spendenkästchen 2. Zieht um. Und die 3. So. Das hier muss auch nochmal weg. So, dass wir sehen, welche Pate ist. Vielleicht hilft das ja. Für meinen Überblick. Ach ja. So, dann brauchen wir jetzt nur noch hier ein paar Pflanzen rein. Ein paar Steinchen. Dass wir das hier ganz schick machen können. Für unsere Wildhundis. So. Geht da was? Weiß ich nicht, ob da was geht, wie das aussieht.
Wenn das erstmal... So? Sieht irgendwie blöd aus. Irgendwie sind das zu viele Steine aufeinander hier. Deleten wir das mal. Und dich setze ich einfach mal kurzerhand an. Und um. Was ist denn heute los, ey? Ist auch für mich die 9. Stunde oder 10. Stunde oder so. Deswegen heute auch die Folge ein bisschen kürzer. Ich bin einfach sehr müde. Also ein bisschen kürzer, sagt er und guckt jetzt auf die Uhr und ist schon 25 Minuten. Aber ein bisschen kürzer als sonst. Sonst seid ihr ja sehr glücklich geworden auf die durch die 40-Minuten-Parts. Das werde ich heute auf jeden Fall nicht schaffen. Leider möchte ich sagen. So? Sehr gut. Wieso geht denn das da nicht? Es geht halt einfach nicht. Okay. Ich glaube, ich könnte da in dem Graben vielleicht noch ein bisschen mehr was machen. Kann ich ja nochmal offscreen wieder machen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich so viel offscreen mache. Ob das zu viel ist, ob das passend ist oder so. Schreibt das mal gerne rein. Würde mir auf jeden Fall zeigen, was ihr darüber denkt. Weil aktuell finde ich das noch ganz okay. Bin ich eh nicht... Also ich mache den richtig krassen Progress ja hier in der Folge. Also von daher finde ich das okay. Aber sobald ich da mehr machen würde, würde ich das auch blöd finden. Aber es kann ja sein, dass ihr das anders seht. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das wäre cool. Ach ja, die brauchen ja noch Futter und so ein Kram. Art afrikanischer Wildhund. Das Ding hier. Tierentkommen. Ist es wieder das Nierpferd, oder? Ja, nice. Dann kümmere ich mich auch nicht drum. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind die zufrieden mit der Lebensqualität? Beschäftigung allgemein. Ist das allgemein? Ja, ne? Ja, Futterbeschäftigung haben die. Ein Spielbackkarton, hätte ich mal gesagt, hier. Noch was zum Schnüffeln. Die vorne auch noch mal was zum Schnüffeln. Kommen die auf jeden Fall dahin. Sehr nice. Dann haben wir jetzt auch das Gehege für die Wildhunde nochmal neu gemacht. Bin mal gespannt, ob hier die Besucher nochmal hinkommen. Oder ob das jetzt so ein bisschen lame ist. Viele Gäste denken, dass die Tickets günstig sind. Ich glaube, nächstes Mal können wir die auch ein bisschen teurer machen, die Tickets. Forschen nochmal was zu essen. Getränke haben wir jetzt relativ gut. Urbi wird halt erwachsen. Wir haben auch noch was für die Isabelbeeren. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen Progress gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Auch wenn es heute ein bisschen kürzer war. Aber könnt ihr aber trotzdem machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut das mal rein, Leute. Tschüss.